Eine Sache vorab. In diesem Video hier sprechen wir über psychische und physische Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Wenn ihr euch mit diesem Thema nicht wohlfühlt, dann schaut euch das Video nicht oder zumindest nicht alleine an. Und falls ihr Hilfe braucht, ist das hier die Nummer gegen Kummer. 116 111. Weitere Anlaufstellen und Hilfsangebote haben wir euch unten in der Infobox verlinkt. Jetzt aber zu unserem Video. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter arbeiten am Limit. Die Zahlen der Inobhutnahmen sind 2022 stark gestiegen. Und in vielen Jugendämtern fehlen Fachkräfte, um Kinder und Jugendliche in Not angemessen zu betreuen. Ich glaube, die größten Probleme sind der Fachkräftemangel im sozialen Bereich, die hohe Fallauslastung, die wir haben, und die hohe Anzahl an Gefährdungsmeldungen, die wir bearbeiten müssen. Und generell auch der Fachkräftemangel im sozialen Bereich, was Kooperationspartner angeht. Trotzdem passiert bisher nur wenig, um die Jugendämter und ihre Mitarbeiter zu entlasten. Ich muss wirklich kritisch fragen, die Bundesregierung, wie wichtig sind die Kinder und die Jugendlichen und die Familien in diesem Land? Ja, und darauf habe ich noch keine Antwort. Da gibt es also ein Problem. Und was plant die Politik konkret gegen die Missstände in deutschen Jugendämtern zu unternehmen? Also es ist natürlich nicht einfach, die Situation in den Jugendämtern selber. Aber ich glaube, dass wir eine ganz tolle Reform des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes geschafft haben für die Kinder und die jugendlichen Familien, die ja die Hauptbetroffenen sind letztendlich. Reicht das denn aus? Genau das klären wir jetzt in einer neuen Folge Mr. Wissen to Go exklusiv. So viele Kinder und Jugendliche wurden 2022 in Deutschland vom Jugendamt in Obhut genommen. Laut Statistischem Bundesamt sind das 40% mehr als im Vorjahr. Aber was bedeutet das überhaupt genau, Inobhutnahme? Unter einer Inobhutnahme versteht der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages eine Krisenintervention. Bei dieser Krisenintervention werden Minderjährige vorübergehend und kurzfristig aus einer Gefahrensituation, zum Beispiel einer gewalttätigen Familie, herausgenommen, in einer sicheren Einrichtung untergebracht und es werden Maßnahmen ergriffen, um die Notlage zu beseitigen. Das Problem dabei ist, 2022 hat das Institut der Deutschen Wirtschaft ermittelt, dass rund 20.000 Sozialarbeiter und Sozialpädagogen in Deutschland fehlen. In keiner anderen Berufsgruppe in Deutschland ist der Fachkräftemangel größer. Und das hat Konsequenzen. Laut der Fachgruppe Inobhutnahme stehe das Inobhutnahmesystem kurz vor dem Kollaps. Teilweise müssten Fälle von Kindeswohlgefährdungen gegeneinander abgewogen werden. Die Tageszeitung Taz hat 2023 von der prekären Lage beim Hamburger Allgemeinen Sozialen Dienst berichtet. Der Allgemeine Soziale Dienst, kurz ASD, ist übrigens die zentrale Anlaufstelle beim Jugendamt, bei der junge Menschen, Mütter, Väter und Familienangehörige Hilfe und Unterstützung suchen können. Laut Taz arbeitet der Hamburger Allgemeine Soziale Dienst inzwischen in einer Art Triage. Den Begriff Triage, den kennt ihr vielleicht aus der Medizin, er stammt aus der Militärmedizin und bedeutet, dass die Kapazitäten nicht ausreichen. Es muss also priorisiert werden, wem zuerst geholfen werden kann. Für jeden Arzt eine Horrorvorstellung, aber eben auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim ASD. Die Berichte sind erschreckend. Aber ist die Lage in der Kinder- und Jugendhilfe wirklich so angespannt? Und welche Erfahrungen habt ihr mit dem Jugendamt gemacht, falls ihr schon Erfahrungen gemacht habt? Genau das wollten wir von euch wissen. Auf dem Kanal hier haben wir einen Aufruf im Community-Tab gestartet und uns haben sehr viele Mails erreicht, Dutzende Nachrichten. Und das hier sind nur einige wenige eurer bewegenden Geschichten. Ich habe 3 kleinere Geschwister und wurde vom Jugendamt seit meinem 7. bis zum 17. Lebensjahr betreut. Verprügelt zu werden war bei uns an der Tagesordnung. Trotz dass all das dem Jugendamt bekannt war, sie Wunden persönlich gesehen haben, haben sie nichts unternommen. Als ich 3 Jahre alt war, hat mich meine Mutter weggegeben, mein Vater hatte mich nicht behalten dürfen. Somit bin ich in eine Pflegefamilie gekommen, die mich relativ schnell adoptieren durfte. Das Jugendamt hatte es mit den gesetzlich vorgeschriebenen Besuchen nicht ganz so ernst genommen, sodass meine Adoptiveltern mich 15 Jahre lang seelisch, psychisch und körperlich aufs Extremste misshandeln konnten. Mir ist bewusst, dass es auch beim Jugendamt einen immens großen Personalmangel gibt. Aber so eine Situation hat keiner verdient. Der Staat muss etwas tun. Dass Menschen und vor allem Kinder in Akutsituationen so auf sich alleine gestellt sind heutzutage, ist unglaublich fahrlässig und verantwortungslos. Und so etwas zu erleben, wünsche ich absolut niemandem. Ich bin über 9 Jahre unter Mitwirkung des Jugendamtes durch mein Leben gegangen. Davon 7 Jahre in einem Heim für schwer erziehbare und in einer Jugendgruppe. Ich bin diesen Einrichtungen und dem Jugendamt bis heute sehr, sehr dankbar.
Ich bin heute 28 Jahre Lehrer und habe einen Meistertitel gemacht. Ohne Hilfe des Amts wäre das wohl nicht so. Ganz klar ist natürlich, ob solche Umfragen ein objektives, vollständiges Bild ergeben, das können wir nicht mit Sicherheit sagen, aber eure Berichte zeigen, welche Erfahrungen ihr mit dem Jugendamt gemacht habt. Und das ist Anlass genug, um genauer hinzuschauen. Auch einige Mitarbeiter der Jugendämter haben uns kontaktiert. Hier ist eine der Geschichten. Ich arbeite als Bezirkssozialarbeiterin im sozialen Dienst des Jugendamtes einer kreisfreien Stadt. Unser größtes Problem ist die Personalsituation. Bei uns im sozialen Dienst hält es kaum jemand länger als 10 Jahre aus. Ein weiteres Problem ist die Platzlage bei den verschiedenen Trägern. Wir bekommen kaum noch Plätze in Kinder- und Jugendheimen, in Wohngruppen, Tagesgruppen, Schülergruppen, Pflegefamilien, Bereitschaftsfamilien und selbst die Plätze in den Notaufnahmestellen sind rar geworden. Dies hat zur Folge, dass wir für Fälle, die einen besonderen Bedarf haben, teilweise 100 bis 200 Träger anfragen müssen, zum Teil auch im Ausland. So fühlt es sich für viele Familien an, als würden wir gar nichts machen. Auch wenn man es manchmal nicht glaubt, wir geben unser Bestes. Über 40 Fälle pro Fachkraft sind bei uns Normalität. Dass hier was auf der Strecke bleibt, ist gesetzt. Entweder ist es die Fachkraft, die sich ins Burnout schafft, oder eine Familie, die übersehen wird. Das darf so nicht sein. Auch Matthias arbeitet als Bezirkssozialarbeiter im sozialen Dienst des Jugendamtes. Dort ist er für den Bereich Kindeswohlgefährdung, Hilfe zur Erziehung, Beteiligung beim Familiengericht und in der Eingliederungshilfe von Kindern mit psychischen Erkrankungen tätig. Was ist denn so dein Eindruck? Wie sind denn die Arbeitsbedingungen aktuell in deutschen Jugendämtern? Also aus meiner Erfahrung raus ist eigentlich jedes Jugendamt über der Belastungsgrenze. Es gibt einfach zu viele Fälle pro Person, dass man angemessen und pädagogisch, für was wir eigentlich ausgebildet sind, reagieren kann oder auch arbeiten kann. Viele Jugendämter haben auch Teilbereiche ihrer Aufgaben eingestellt. Das heißt zum Beispiel Trennungs- und Scheidungsberatung, die auch in unser Aufgabengebiet fällt, müssen wir an andere Fachstellen weiterverweisen. Das hat halt die Folge, dass man für jeden Fall eigentlich weniger Zeit hat, als man eigentlich braucht. Und ja, darunter dann auch ein bisschen das Angebotsspektrum leidet, das wir haben. Jetzt hast du ja gesagt, dass ihr teilweise mehr Fälle quasi betreuen müsst, als eigentlich empfohlen wäre. Wie ist es denn so für dich? Also wie ist denn dann so ein Arbeitstag für dich? Nimmt dich das nicht mit? Das nimmt mich natürlich mit und vor allem nimmt es mich mit, wenn ich nicht allen Fällen gleichermaßen gerecht werden kann. Ich muss dann für mich sehr stark priorisieren. Also klar, die ganz akuten Fälle haben dann Vorrang. Und Familien, die auf eine Hilfe warten, die ich jetzt nicht so akut sehe, müssen dann mit Wartezeiten rechnen. Also dass ich dann auch nicht direkt auf Mails oder Anrufe reagieren kann oder dass sich der Start von der Hilfe einfach sehr nach hinten verzögert. Und das, klar, macht meine Arbeit nicht zufriedenstellend für mich. Was würdest du dir denn beispielsweise von der Politik wünschen? Was müsste sich denn ändern? Ja, dass es eventuell eine Obergrenze gibt, wie bei den Vormundschaften. Die haben eine festgelegte Obergrenze, wie viele Fälle sie betreuen dürfen. Dass mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, nicht nur für uns, fürs Jugendamt, sondern auch für alle anderen Fachkräfte, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir sind ja auch genauso vom Fachkräftemangel bedroht, wenn wir versuchen, eine Hilfe einzusetzen und da niemanden finden, der diese Hilfe einleiten kann oder die Hilfe übernehmen kann. Ja, ansonsten klar, mehr Geld für Digitalisierung, dass da halt einfach die Voraussetzungen für eine gute Rahmenbedingung für meine Arbeit einfach gegeben sind. Ja, Matthias und seine Kollegen engagieren sich sehr für die betroffenen Kinder und Jugendlichen. Trotzdem bleibt das Gefühl, den Betroffenen nicht immer gerecht werden zu können. Ein Grund ist die strukturellen Probleme in der Kinder- und Jugendhilfe. Aber wie ist das Jugendamtssystem in Deutschland eigentlich überhaupt aufgebaut und wie sollte es im besten Fall funktionieren? Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. In Deutschland gibt es insgesamt 559 Jugendämter. Der Bund gibt mit dem 8. Sozialgesetzbuch die Ziele der Kinder- und Jugendpolitik vor. Die Länder verfassen eigene Ausführungsgesetze und richten Landesjugendämter ein. Die Kommunen etablieren dann die Jugendämter selbst und sind für deren Ausstattung verantwortlich. Dieses kommunale System, also das System in den Städten, das ergibt durchaus Sinn. Denn das Jugendamt München steht vor anderen Herausforderungen als zum Beispiel das Jugendamt in Pirmasens. Es hat aber auch Nachteile. Arme Kommunen haben oft besonders großen Bedarf an Jugendhilfe, aber häufig weniger finanzielle Mittel als reiche Kommunen. Welche Aufgaben müssen Jugendämter denn eigentlich erfüllen?
Laut § 1 des 8. Sozialgesetzbuchs hat jeder junge Mensch in Deutschland das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Und genau da kommen die Jugendämter ins Spiel. Sie sollen helfen, dieses Recht umzusetzen. Dazu unterstützen sie einerseits die Kinder und Jugendlichen selbst und andererseits alle Fachkräfte und Institutionen, die einen Erziehungsauftrag haben. Also zum Beispiel Wohngruppen, Kindergärten und Schulen. Wenn sich eine Familie beim Jugendamt meldet, dann gibt es zunächst ein Erstgespräch. Der Mitarbeiter klärt dann gemeinsam im Team und mit den Familien, welcher Bedarf besteht. Anschließend erstellen die Leute einen Hilfeplan und legen die Ziele der Hilfeleistung fest. Danach wird ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin festgelegt, der oder die den Fall betreut und die Maßnahmen gemeinsam mit den entsprechenden Hilfestellungen und Einrichtungen umsetzt. In regelmäßigen Abständen wird der Hilfebedarf neu überprüft. Die Aufgabe der Jugendämter ist auch, junge Menschen zu schützen. Die Mitarbeiter müssen jedem Verdacht auf Gefährdung nachgehen. Dafür ist Tag und Nacht jemand erreichbar. Zuerst wird immer versucht, mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Aber nehmen die Eltern keine Hilfe an, dann darf das Jugendamt bei akuter Gefährdung ein Kind auch gegen den Willen der Eltern in Obhut nehmen, also aus den Familien herausnehmen. Worüber sich Expertinnen und Experten einig sind, ist, die Kinder- und Jugendhilfe braucht schnelle Lösungen, damit die strukturellen Probleme behoben und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlastet werden. So wie jetzt kann es nicht weitergehen. Der Deutsche Städtetag, ein Zusammenschluss aus Städten in Deutschland, die sich zu kommunalen Themen äußern, fordert 2022 deshalb dringend eine Initiative gegen den Fachkräftemangel. Aufgaben und Fälle müssten für Mitarbeiter des allgemeinen sozialen Dienstes begrenzt werden, damit eben die Aufwände auch sinken. Auch die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert 2022 konkrete Lösungsstrategien gegen die mangelhaften Arbeitsbedingungen, die niedrigen Gehälter und die hohe Fluktuation in der Kinder- und Jugendhilfe. Viele Leute wechseln den Job schon nach kurzer Zeit, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Verdi will deshalb, dass Gehälter angepasst werden. In der heutigen Zeit sei es nicht nachvollziehbar, sagen sie, dass beispielsweise Sozialarbeiterinnen im öffentlichen Dienst weniger verdienen als Ingenieure bei gleichwertigem Schulabschluss. Trotzdem bekämen die Ingenieure bis zu 280 Euro im Monat mehr. Im April 2023 ruft auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst Bundeskanzler Olaf Scholz und Familienministerin Lisa Paus in einem offenen Brief zu mehr Verantwortung im Kinderschutz auf und sagt, da muss dringend etwas getan werden. Aber was fordert sie genau? Darüber haben wir mit Kerstin Kubisch-Pies gesprochen. Sie ist Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst. Frau Kubisch-Pies, wie schätzen Sie denn die Situation in deutschen Jugendämtern aktuell ein? Sehr dramatisch. Das haben wir ja auch in unserem Positionspapier im Dezember letzten Jahres nochmal deutlich geschrieben. Ein Kollege sagte, also der Busch brennt. Das heißt, wir haben viele Kollegen, die wirklich schon kurz vorm Burnout sind, weil sie eben zu viele Familien betreuen. Es gibt kein Personalbemessungsmodell. Und was eben jetzt noch mit hinzukommt, ist, dass die Angebote für die Kinder, Familien und Jugendlichen nicht mehr in ausreichendem Maße vorhanden sind. Jetzt haben Sie ja einen offenen Brief an Bundeskanzler Scholz und an Lisa Paus geschrieben. Was fordern Sie denn da drin konkret? Also wir fordern ganz konkret eine stabile Ausstattung für die Jugendämter, für die ASDs. Wir fordern eine Personalbemessung und wir fordern eine Fachkräfteoffensive, die kreativ ist und also auch schnell umzusetzen ist. Und wir fordern zeitnah einen Kinderschutzgipfel mit allen Beteiligten. Also das heißt aus der Wissenschaft, aus der Politik, aber auch aus der Jugendhilfe, also die öffentliche und die freie Jugendhilfe. Reicht es aus, was die Politik bisher tut? Aus meiner Sicht nicht. Es gibt viele Stellungnahmen, viele Positionspapiere. Die Jugendamtsleiter in Hamburg haben auf die Situation aufmerksam gemacht. In Osnabrück gibt es auch einen Brief an das Ministerium. Und da passiert aus meiner Sicht zu wenig. Was würden Sie sich denn da für die Zukunft wünschen? Was müsste sich denn ändern? Also die Hauptforderung ist, dass es wirklich eine Personalbemessung gibt, weil ich erlebe das tagtäglich bei meinen Kollegen, wenn wir das so umsetzen wollen, ja, und das wollen die Kollegen auch, wie es im Gesetz steht, dann schaffen wir das nicht mit einer so hohen Fallrate, weil sie brauchen Zeit, also soziale Arbeit und gerade hier im ASD, um Gespräche zu führen, um auch zu gucken, wie kam es zu der Krise und eben nicht in der Krise Entscheidungen zu treffen, die ganz
weitreichende Auswirkungen haben. Ja, das kann man ganz einfach zusammenfassen mit, es muss sich dringend etwas ändern. Von der Bundesregierung fühlt sich, zumindest unsere Expertin, teilweise im Stich gelassen. Und was plant die Politik, um die Situation in den Jugendämtern zu verbessern? Darüber sprechen wir mit Ulrike Bahr. Sie sitzt für die SPD im Bundestag und ist die Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wie nehmen Sie denn die aktuelle Situation in den Jugendämtern wahr? Also es ist natürlich nicht einfach, die Situation in den Jugendämtern selber. Aber ich glaube, dass wir eine ganz tolle Reform des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes geschafft haben für die Kinder- oder Jugendfamilien, die ja die Hauptbetroffenen sind letztendlich. Da ist zum Beispiel der Anspruch auf Beratung für Kinder, ohne dass sie zum Beispiel ihre Eltern um Erlaubnis fragen müssen. Dann ist es auch so, dass in einem Jugendamt in jedem eigentlich per Gesetz eine unabhängige Ombudsstelle existent sein sollte, die dann eben eingreift, wenn es da Schwierigkeiten gibt. Dann haben wir auch es geschafft, dass die Jugendhilfe nicht einfach endet mit dem 18. Geburtstag, wo wir sehr stolz drauf sind als Regierung, dass wir es geschafft haben, die Kostenheranziehung für Jugendliche abzuschaffen. Also wenn Kinder, Jugendliche in einer Pflegefamilie oder in einer öffentlichen Einrichtung sind, nicht in ihrer Herkunftsfamilie, in ihrer ursprünglichen Familie, mussten sie bis dahin eben was von dem Ausbildungsgeld abgeben, abzahlen. Das haben wir abgeschafft. Jetzt haben wir für unser Video auch mit der Kerstin Kubisch-Pies gesprochen. Frau Kubisch-Pies sagte uns im Interview auch, sie habe auch das Gefühl, die Politik tue zu wenig und sie fühle sich auch so ein bisschen alleingelassen. Was sagen Sie denn zu dieser Aussage? Also ich möchte und ich habe den Anspruch und das ist mein absolutes Ziel und fester Wille, niemanden alleine zu lassen und erst recht nicht die Jugendämter und auch die ASD Leute nicht. Ja. Wir haben natürlich jetzt einen Haushalt, der als Entwurf erstmal dasteht. Und es wird heiße Diskussionen geben im September, Oktober, November bis in Dezember, bis der Haushalt wirklich beschlossen ist. Und es wird Einsparungen geben in jedem Ministerium, in jedem Bereich. Dazu sind die Krisen so groß, als dass man das leugnen könnte. Aber wir werden als Fachpolitiker unser Ganzes, unser Bestes geben. Wie realistisch halten Sie das denn konkret, dass sich die Situation in Jugendämtern, die ja wirklich gerade schon extrem angespannt ist, tatsächlich verbessert, wenn es solche Einsparungen gerade überall gibt? Es muss sich was tun. Also ich muss davon ausgehen, dass sich was tun wird. Ich kann es auch schlecht einschätzen, sage ich Ihnen ehrlich. Wir hatten so einen Haushalt noch nie. Wir hatten noch nie diese Krisensituation. Ich kann so sagen, wir wollen es und wir wollen unsere Macht als Parlamentarier einsetzen dafür, für die Kinder- und Jugendhilfe und für alles, was die Familien angeht. Was würden Sie denn sagen? Inwiefern steht das System denn eigentlich dann vor dem Kollaps, was auch manche Expertinnen und Experten sagen? Also ist schon so, dass Sie sagen, diesen Kollaps von den Jugendämtern, den ich nicht sehe, als keinen Kollaps. Aber es ist natürlich ein Teufelskreis. Ich stehe voll und ganz dafür, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen tariflich entlohnt, sichere Arbeitsplätze haben, weil da kann man auch nur gute Arbeit machen. Und wir natürlich im Bund müssen uns das dazu tun, auch mehr Geld insgesamt zu geben für alles, was soziale Arbeit angeht. Ja. Und wir brauchen natürlich auch die Länder dazu, die da zuständig sind und die Kommunen, die da mit am Stand sind, die wir nicht alleine lassen wollen, die wir auch unterstützen wollen. Gemeinsam mit dem Familienausschuss arbeitet Ulrike Bahr also schon an Lösungen für die Kinder- und Jugendhilfe. Gleichzeitig kürzt die aktuelle Bundesregierung aber den Haushaltsplan. Inwiefern beispielsweise die Forderungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialer Dienst von Verdi und vom Deutschen Städtetag wirklich umgesetzt werden, das bleibt erstmal ungewiss. Vielleicht gibt es sogar weniger Geld oder es kann weniger unternommen werden. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Wäre die Arbeit im Jugendamt oder in der sozialen Arbeit eine Option für euch? Sagt ihr ja, da würde ich mich gerne engagieren. Und wenn nicht, warum nicht? Was müsste sich eurer Meinung nach ändern? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie es ist, nicht in der eigenen Familie aufzuwachsen, sondern in einer Wohngruppe, dann schaut gerne mal dieses Video hier von Follow Me Reports an. Meine Kollegin Aminata hat einen Tag mit Lena im Jugendhaus verbracht und will herausfinden, wie wachsen Kinder auf, die im eigenen Elternhaus nicht mehr sicher sind. Und direkt darunter ein Video von Ultraviolet Stories. Dort trifft meine Kollegin Sarah, die 22-jährige Xenia. Die hat nach der 8. Klasse die Schule geschmissen. Für ihren Sohn will Xenia jetzt den Abschluss nachholen und Lehrerin werden. Ob ihr das gelingt, das seht ihr hier. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.